Ja, hey ho Leute, willkommen bei meinem nächsten Review, und zwar geht es hier um ABP Reloaded, wie ihr am Titel oben lesen könnt. Und zwar geht es hier um ein Free-to-Play, also ein kostenloses Spiel, das ab den Jahre 2010 kostenlos ist, allerdings früher Geld gekostet hat und man es auch sozusagen über Steam kaufen konnte, ja. Dieses Spiel ist ein bisschen ähnlich wie DC Universe. Vielleicht kennt derjenige, ein oder jenige kennt das vielleicht, das ist ähnlich aufgebaut wie hier, bloß dass man bei DC Universe ein Superhelden spielt, den man sich selbst gestalten kann, aber hier kann man das natürlich nicht, ja. An sonstige Informationen zu diesem Spiel werden wir in diesem Review erfahren. Wir werden erfahren, was wir hier alles machen können, wir werden erfahren, was es hier alles für Specials gibt, was für Optionen gibt und all so einen sonstigen Schrott. Wir werden einfach mal reinschauen und ich sag einfach mal bis gleich. Ja, habt ihr mal keinen Bock auf eine Mission, dann fahrt einfach mal rum, nimmt einfach mal alles auseinander, jumpt einfach mal um die Gegend herum, ja. Das macht wirklich tierisch Spaß. Wenn man zu zweit ist, dann macht das natürlich noch mehr Spaß. Habt ihr ein Müllauto, den ich leider noch nicht hier aufgenommen habe. Habt ihr aber ein Müllauto, hier gibt es nämlich ein Müllauto, der hat eine... Der ist echt krass, weil der ist so ähnlich wie ein Panzer bei Grand Theft. Und da wir auch hier gerade bei Grand Theft sind, sage ich euch einfach mal, dass die Zerstörungsrate, die wir hier machen können bei diesem Spiel, ist definitiv größer als wie bei Grand Theft. Denn ihr könnt hier viel mehr auseinandernehmen. Bänke, Werbeplakate, Mülleimer und weiß ich was. Bei Grand Theft war es immer so, dass man dagegen gefahren ist und nichts passiert, ja. Ihr könnt natürlich auch, Scheiben einfahren, Garagen einfahren. Jedoch könnt ihr dies nur tun, wenn ihr ein Gangster seid. Wir sind hier ein Polizist, wir sind die Lieben, ja, und die ganz Netten. Allerdings können die Polizisten hier auch alles zerstören, was sie wollen. Und ja, als Gangster könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Garagen ausnehmen, Fenster einfahren, könnt PCs klauen und keine Ahnung, was weiß ich, ja. Man kann auch hier sehr gut erkennen, dass die Menschen in ihren Autos Panzerglas haben. Ja, man sieht, sie bekommt nichts ab. Jedoch, das Auto leidet sehr darunter und das Auto macht dann auch irgendwann mal Peng, ja. Ansonsten haben wir noch Granaten. Zwei Granaten bräuchten wir, um ein Auto zu zerstören. Das ist wirklich heftig. Weil, na gut, okay, einen Schuss brauchen wir ja dann noch, aber ist ja auch erstmal egal, ja. Die Explosionen sind wirklich heftig, ja. Wie man hier sehr gut erkennen kann, gibt es eine Option, wo ihr eure eigenen Lieder hochladen könnt, exportieren könnt und importieren könnt, und ihr könnt dann sozusagen in eurem Auto eure eigene Musik hören, was relativ geil ist. Sogar der Sound ist gut gemacht. Wenn ihr in einer Höhle oder so drin seid, dann hat das so ein kleines Echo, und wenn ihr draußen fahrt, dann hört sich das alles ganz normal an. Ja, ist wirklich sehr cool gemacht. Ich finde das wirklich eine coole Idee, und ihr könnt da wirklich jeden Scheiß reinmachen, den ihr wollt. Ihr könnt jeden Kack reinmachen, von Rap, von euren Musiken, ist eigentlich scheißegal, was ihr da reinmacht. Jedoch die Spieler, die gegnerischen Spieler hören das nicht, oder die anderen Spieler, die neben eurem Auto stehen, ja, die hören eure Musik nicht, das ist ja natürlich klar, ja. Wäre eigentlich sehr schön gewesen, wenn man es machen könnte. Man kann hier alles eintreten, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Türen kann man eintreten, ihr könnt über Zäune rüberklettern, ihr könnt Zäune einfahren, ihr könnt Leitern hochklettern, ihr könnt eigentlich sehr viel machen. Jedoch gibt es halt nur bestimmte Türen, die ihr kaputt machen könnt, die ihr eintreten könnt, und ja, Holztüren, Metalltüren, alles könnt ihr machen, ja. Ist ja auch erstmal egal. Wieder Munition, dann geht einfach mal an den roten Automaten, das ein bisschen ähnelt wie ein Getränkeautomat. Ihr könnt hier eure Munition auffüllen und alles sonstiges. Da wir gerade bei Waffen sind, ihr könnt euch hier wirklich sehr, sehr viele Waffen kaufen. Hier gibt es wirklich tausende von Waffen. Rund geschätzt, glaube ich mal, um die 100 so eine Art oder sogar mehr, ich weiß auch nicht, sind wirklich eine Menge, und ihr könnt euch ja abwechslungsreich rumballern, ja. Ihr habt einen eigenen E-Mail-Manager, den ihr hier sehen könnt, wo eure E-Mail versendet wird, und eure Freunde können euch eine E-Mail schicken. Wie man hier auch sehen kann, gibt es in diesem Spiel einige Bugs, die man fixen müsste, könnte. Und zwar handelt es sich hier um einen
bekannten Bug, den viele von den ABP-Spielern schon kennen. Und zwar schießt man dieses Auto weg. Man stellt sich hier einfach hin und wartet, bis das Auto neu spawnt. Auf einmal spawnt das Auto auf einen drauf und das Auto fliegt einfach wirklich sehr, sehr weit weg. Bei mir ist das jetzt nach rechts geflogen, obwohl es eigentlich einfach nur gerade kerzengerade nach oben fliegt und Schrott geht. Ja, wir werden einfach mal schauen. Ja, ABP hat auch verschiedene Distrikte, die man hier sehr gut sehen kann. Und zum Beispiel ist das hier das Social District, wo man sein Aussehen, sein Outfit, alles ändern kann. Dazu kommen wir aber gleich. Es gibt noch einen District, der nennt sich Waterfront, der auch neu reingekommen ist. Das ist ein zweiter District, wo man spielen kann und Missies erfüllen kann, ja. Den Financial District gibt es natürlich auch. Das ist der empfehlendste und sozusagen der erste, da wo ich auch reingegangen bin, ja. Ihr braucht einen bestimmten Rang, den ihr da eben gerade gesehen habt. Rang 30 bin ich eben gerade. Und dann könnt ihr eure Sachen und weiß ich was alles kaufen. Schließlich braucht ihr dafür einen bestimmten Rang, um die auch zu kaufen, damit ihr nicht alles kaufen könnt, damit das immer ab und zu kommt, ja. Ihr habt hier Sachen, ihr könnt euch alles kaufen. Wie ihr seht, habe ich mir so ein weißes Samtgold, eine blaue Hose und weiß ich was alles. Ihr könnt eure Klamotten einfärben, indem ihr auf Custom geht. Also ihr geht dann einfach auf Customize und dann könnt ihr es einfärben in eure Farbe, wie ihr es wollt. Und das habe ich nämlich schon gemacht. Und zwar aber nicht in diesem Video, sondern halt mehr persönlich und sieht wirklich sehr, sehr gut aus, wenn man es macht, ja. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Ihr könnt euch hier vom Schmuck bis zur Kleidung könnt ihr euch alles kaufen. Ohrringe, Headset, Hosen, Schuhe, T-Shirts, Ketten, Armbänder, Uhren, alles. Ihr könnt euch wirklich alles holen. Caps, Bandanas und allen möglichen Schrott, ja. Wir gehen jetzt gleich mal zum Logo, der designet. Und zwar könnt ihr euch, wie ihr jetzt gleich sehen werdet, hier ein Logo machen für euer Auto, für euren Arm, für alles, weil man kann sich auch tätowieren. Und zwar habe ich hier mal ein kleines Logo gemacht, sieht behindert aus, ich weiß. Ich habe das jetzt einfach mal nur so aus Spaß gemacht, einfach mal reingeklatscht irgendwas. Ihr könnt hier, wenn ihr höheres Rank seid, dann könnt ihr sozusagen mehr Design und ihr bekommt mehr freigeschalten für Designs, ja. Ist wirklich sehr empfehlenswert und wirklich cool, wenn ihr dann ein richtig schickes Logo habt. Ihr könnt sogar ein Logo hochladen und dann habt ihr das und könnt euch zum Beispiel ein Adidas Pullover, ein Nike Pullover oder weiß ich was alles machen, ja. Wirklich sehr, sehr schön. Dann gibt das hier noch ein, sozusagen, wo man sein Auto gestalten kann, wo man sein Auto kaufen kann, wo man es designen kann. Da könnt ihr wirklich alles machen. Allerdings ist das ein wenig teuer. Und ihr müsst da wirklich sehr, sehr lange sparen, damit ihr mal ein ordentliches Auto zusammenbekommt, damit ihr ein Auto zusammenbekommt, das wirklich sehr cool ist und wirklich schnell fährt oder keine Ahnung, was ihr wollt. Geht nämlich nach Stärke, nach Schnelligkeit, nach allem geht das hier. Das Loading dauert halt gerade ziemlich lange, wie ihr sehen könnt. Ist Standard bei diesem Spiel, weil wenn ihr den District wechselt, dann dauert das wirklich eine ganze Weile und das nervt. Und ja, ist halt einfach nur scheiße, ja. Ich hoffe, das lädt jetzt mal. So, hier könnt ihr mein Auto sehen, was ich gerade habe. Ein kleines Polizeiauto, was richtig scheiße ist. Und wenn ihr auf Add New geht, dann könnt ihr sozusagen ein neues Auto aus, was wir aber jetzt noch nicht machen werden, weil wir zu wenig Knete haben, ja. Und zwar gibt es hier verschiedene Autos, wie ihr hier sehen könnt. Einmal, die sind alle noch unbearbeitet, die Autos. Ihr könnt die ja noch halt selber bearbeiten. Ihr habt die Autos dann permanent. Es gibt auch Autos, die ihr für 10 Tage kaufen könnt, die schon bearbeitet sind. Allerdings aber auch nur für 10 Tage da sind. Und das ist nicht so gut. Kommt drauf an, wer das Geld hat. Ja, wenn ihr ein permanentes Auto habt, dann könnt ihr das anmalen, könnt euch das Logo geben, könnt die Spiegel machen, könnt die Front machen, denn vorne die Stangen, die Stoßstangen und die Reifen, alles mögliche könnt ihr wirklich machen, ja.
Wie noch gesagt, könnt ihr hier in Social District könnt ihr wirklich alles machen. Ihr könnt eure Hautfarbe ändern. Ihr könnt, was ich übrigens gemacht habe, ja, ihr könnt euch muskulös machen, ihr könnt euch mager machen, ihr könnt euch dick machen, ihr könnt alles machen, ihr könnt euch Tattoos geben, ihr könnt euch Piercing ging gar nicht. Ihr könnt wirklich alles machen hier. Jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen dieses Spiels, und zwar wenn wir jetzt einfach mal eine Mission starten. Ich zeige euch einfach mal eine Mission, ihr könnt euch das selber mal angucken, ohne dass ich dumme Gelaber dazugebe. Guckt euch das einfach mal an und dann gebt eure eigene Meinung, wie die Missionen so aufgebaut sind. Die Missionen sind wirklich abwechslungsreich gestaltet und sind auch wirklich cool gemacht. Nicht Dauerquesten, sondern halt immer andere Missionen und natürlich auch immer mit Mitstreitern, ja. Wir fahren jetzt gerade zu dem Missionspunkt, und zwar müssen wir verteidigen und wir werden einfach mal schauen, was so passiert, ja. Ja, jetzt haben wir gerade einen Gegner umgefahren. Relativ cool, so einen Gegner einfach mal mit Auto umzufahren, das ist nämlich wirklich cool. Deswegen müsst ihr auch immer aufpassen, wenn ihr euch einfach mal so hinstellt, offensiv und Gegner abballert, passt einfach mal auf die Straße, nicht dass euch einfach mal einer so umkarrt, ja. Parkourläufer ist ja auf jeden Fall, wie man sehen kann. Diesen Punkt müssen wir verteidigen. Ist ähnlich gemacht wie bei Grand Theft. Der Punkt sieht so aus, als ob wir da die Missy abgeben müssen. Aber wir müssen verteidigen, ja. Jetzt müssen wir mal warten, bis der Gegner kommt. Und dann feiern wir ihn einfach mal weg. Ja. Die Waffen, die geben wirklich einen sehr fetten Damage, wenn man die richtige Waffe hat. Und natürlich auch, wenn man ordentlich spielen kann. Und die, wenn die Schüsse, die treffen erst ein bisschen später ein. Also das ist eine Verzögerung des Spiels ein wenig. Ja, und wir schauen einfach mal, bis der nächste Gegner kommt. Well, you can cry me a river. Cry me a river. Mann, das muss doch nicht sein, ey. Immer diese Beleidigung gleich, immer nur, wenn man einen killt. Na gut, manche verstehen das Spiel immer noch nicht. Wenn man verliert, dann... Ja, sie können einfach nicht verlieren, sage ich einfach mal so. Aber egal, jeder war mal ein Kind und manche werden auch immer ein Kind bleiben, aber ist ja auch scheißegal, ist ja nur ein Game. Ja, diese Mission ist ein wenig langweilig, finde ich. Vielleicht findet ihr das auch. Nein, und zwar geht das hier einfach nur da... Das ist einfach nur behindert, weil ich keine Teammates habe, sie keine Teammates haben und wir sozusagen eine Einzelmission spielen, was für einen Gegner relativ schwer ist, wenn der andere Gegner wirklich sehr stark ist, obwohl ich gar nicht sehr stark bin, bloß er stellt sich ein bisschen zu dumm an, weil er könnte diese Mission locker kriegen bzw. meistern, ja, ist aber auch erstmal scheißegal. Auf jeden Fall, manche Missionen sind wirklich schwer gemacht, zum Beispiel wenn ihr was protecten müsst, also wenn ihr was beschützen müsst oder wenn ihr Fotos machen müsst von Tankstellen, bin ich dumm, von Telefonzentralen oder weiß ich was alles, dann ist halt wirklich sehr schwer, da meistens immer dann die Gegner schon da warten auf einen und du mit deinen Teammates dahin gehst und du einfach nur grundlos niedergeballert wirst und was wirklich scheiße ist für dich und das macht es einfach nur unschaffbar. Und was natürlich auch dumm ist, dass die Ranks unterschiedlich sind. Und zwar hast du zum Beispiel ein Team mit ganz viel Low Ranks drin und der Gegner hat zum Beispiel alles High Ranks, sprich, die sind alle Level 200 oder 190 und du hast ein Team mit Level 20er und 30er. Das ist ein bisschen scheiße aufgeteilt und ich hoffe, da kriegen die auch nochmal irgendwie auf der Reihe, damit man das gleichmäßig macht, damit man auch sozusagen eine Chance hat, weil ein High Level sozusagen hat mehr Chancen, was auszurichten. Wie man hier auch sehr gut mitbekommt, haben Spieler manche Probleme und Macken. Manche Spieler fahren einen die ganze Zeit hinterher und rasten total aus. Wie man hier sehen kann, mein Feind, gegen den ich eben gerade die Mission gemacht habe, kann sich überhaupt nicht mehr kontrollieren, rastet einfach nur total aus und fährt mir die ganze Zeit hinterher und will mich irgendwie zerstören, ja. Ich kann es auf eine Art verstehen, auf eine andere Art kann man es aber nicht verstehen, da man wirklich Besseres zu tun hat in diesem Spiel, als jemanden hinterher zu fahren und irgendeinen Scheiße zu machen. Auf jeden Fall wird es noch sehr lustig, da er kein Auto fahren kann und da er irgendwie Hass auf mein Auto hat und mein Auto überhaupt nicht leiden kann und das Auto muss leider daran leiden. Ja.
Wir können bei seinem Auto nichts anrichten, wenn wir drauf schießen, da passiert nichts. Deswegen probiert er nämlich, dieses Auto kaputt Schrott zu fahren. Denn bei Teamgegnern bzw. bei Teammates kann man die Autos nicht schrotten, wenn man nicht in der Gruppe mit denen ist. Und deswegen probiert er das einfach jetzt irgendwie sozusagen kaputt zu machen. Naja, wenn er seinen Spaß dran hat, dann hat er seinen Spaß. Ja, Leute, ich werde mich erstmal bei euch bedanken, damit ihr zugeschaut habt. Ich finde es wirklich sehr klasse, falls ihr zugeguckt habt und euch das Video auch gefällt, dann kommentiert das bitte. Das war mein zweites Review, eher gesagt mein erstes Review, da mein erstes Review für den Arsch war und das eigentlich nur ein Gameplay war. Und ich hoffe einfach, dass es ein bisschen näher kam eines Reviews. Und wenn nicht, dann schreibt das einfach und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Ich sage auf Wiedersehen und goodbye.